Internet und YouTube zurück bei Astrid. Wir berichten von dem kleinen Vorfall. Die Kunde ist in aller Munde. Vittoria Vicky, die Cousine des Kaisers, wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Gut gemacht. Wollen wir mal sehen, wie seine Eminenz das ignoriert. Okay. Die Kunde ist in aller Munde. Sie hat geblutet wie eine abgestochene Sau. Die Cousine des Kaisers wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Ja, die strahlende Braut in uns. Gut gemacht. In der Leere. Wollen wir mal sehen, wie seine Eminenz... Mit dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Weg gebracht, den die dunkle Bruderschaft schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen ist. Die Ermordung eines Kaisers. Und nun zu eurer Belohnung. Ja. Ein einzigartiger Zauber, mit dem ihr eine Legende der dunklen Bruderschaft beschwören könnt. Gold wäre mir lieber. Seine Seele dient uns im Tod, wie uns sein Körper zu Lebzeiten diente. Ach ja, und natürlich erhaltet ihr einen Bonus dafür, dass ihr euch an die Anweisung gehalten habt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Gold. Schlicht und einfach. Gebt es aus, wofür ihr wollt. Nun denn. Es ist Zeit, zur nächsten Phase des Plans überzugehen. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. 1000 Gold. Assassinengeist. Gut, danke. Okay. 1000 Gold. Dankeschön. Was zur Hölle? Okay. Gabriel. Das habe ich doch. Ja. Könnte mich nicht erinnern. Du! Lieber Bruder. Jo. Ich habe auf euch gewartet. Okay. Euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sicher bereits angedeutet hat. Das hat sie. Wie lauten die Einzelheiten? Da die Ankunft des Kaisers in Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen beginnen müssen. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen und so den Schutz des Kaisers zu schwächen. Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser in Verbindung bringen. Verstehe. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen und die Sicherheitsvorkehrungen jeder Stadt in Himmelsrand zu inspizieren. Geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Maros Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der Städte und schickt seine Seele zu Cities. Sobald er tot ist, versteckt den belastenden Brief bei seiner Leiche und überlasst den Rest dem Schicksal. Ja, gut. Ah, und eine letzte Sache noch. Bitte. Ja? Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der größeren Städte, die er besuchen wird. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden. Ebenso wie der Brief, der Gaius Maro mit der Verschwörung zur Ermordung des Kaisers in Verbindung bringen wird. Wenn ihr das tut, werde ich euch in Astrids Namen einen eher einzigartigen Bonus zahlen. Es ist ein besonderes Zeichen, das ihr Olava der Schwachen in Weißlauf überreichen sollt. Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich kenne meine Zukunft. Sie ist voller Gold. Kennst du den Reiseplan? Nein. Darum solltet ihr ihm am besten folgen, wenn er Drachenbrügge verlässt. Aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Wir wissen, dass es irgendwo im Außenposten des Penitus Oculatus einen schriftlichen Reiseplan gibt. Es wäre natürlich sehr günstig, wenn ihr euch den besorgen könntet. Okay, was wird der Mord erreichen? Kommandant Maro zu töten wird nichts nützen. Es würde nur jemand an seine Stelle treten, nein. Er muss der Verantwortliche bleiben, aber abgelenkt, geschwächt.
hängt Gaius dem Sohn des Kommandanten etwas an und tötet ihn. Das wird den Kommandanten in Trauer stürzen und demütigen und seinen Familiennamen verehren. Dann wird der Sicherheitsplan scheitern. Und das Beste ist, dass der Kaiser ein falsches Gefühl der Sicherheit empfinden wird. Er wird denken, dass ein geplantes Attentat bereits aufgedeckt und verhindert wurde. Okay, erzähl mir etwas über Drachenbrücke. Es ist eine kleine Stadt mit einem ganz speziellen Merkmal. Dort befindet sich der einzige Außenposten des Penitus Oculatus in Himmelsrand. Er wurde von Kommandant Maro gegründet, als dieser vor einigen Monaten zum ersten Mal nach Himmelsrand kam. Als er mit den Vorbereitungen für den ersten Besuch des Kaisers begann. Alright. Tschüss. Wandelt im Schatten von Gaius Maro und überbringt ihm das Urteil von Cities. Ja, ich habe ja schon so vergessen, viele was ich... Aufträge, so wenig. Du sagst das und ich habe keine Ahnung, was ich... Es ist ganz schön kompliziert hier. Ey Mann, danke nochmal, gell? Ah, da seid ihr ja wieder. Es war gut, an eurer Seite zu kämpfen. Diese Hochzeit wird so schnell keiner vergessen, Hey. Ich hab 1000 Gold, Schwester. Ich hab 1000 Gold. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ah, komm schon. Loading Screen. So. Und nun? Ich soll einen... Okay. Drachenbrücke. Einsamkeit von der Sägemühle, da war ich doch... Oh Mann. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Was wir aber jetzt machen... ...ist, kurz nach Drachenfeste zu reisen. Und schauen, ob ein Herzchen dort liegt. Auf dem Teller. Das schnappen wir uns. Und gehen frohen Mutes weiter. So ist der Plan. So ist der Masterplan. Irgendjemand sagte mir, ich habe die Knochen noch im Gefährtenzimmer, aber ich habe doch die Truhe genommen und in mein Haus getan und von dort habe ich doch die Knochen genommen. Hä? Ah, ja? Habe ich mich getäuscht? Blub. Ja. Meine Frau tut mir richtig leid. Weg vom spannenden Gefährtenleben. Ich kann es immer nur wiederholen. Muss ich jetzt arbeiten? Oh Mann. Muss zum Kotzen sein. Hopp, 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 hopp. Stufe 28. Mein liebster Sophie. Schade. Nichts hier. Schade. Aber Gold ist drinnen. Aber Gold ist drinnen. Ich hab doch alles rausgenommen, seht ihr? Du. Na, alles weg. Tja. Tja, dann schade. Also schade für das Herz. Das war wohl nichts, YouTube. Es tut mir leid.
Ich hab's versucht. Es dauert uns ja noch länger. So einen Monat oder was? Ah. Oh, keine Waffen mehr. Die habe ich alle verkauft. Wartet, diesmal gehe ich auf der richtigen Seite raus. Da staunt ihr, hä? Tja, damit hat jetzt niemand gerechnet, ich weiß. Immer für eine Überraschung gut. Allerdings wirft mich das jetzt komplett aus dem Konzept. Das Beste ist... Hallihallo! Machst du dann dein Ding auf? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch... Ja, aber du hast doch geschlossen, oder nicht? Diese Grauminen sollen verdammt sein. Ja, ja. Ah. Er steht auch hier die ganze Zeit. Hallo? Mal sehen. Mal sehen, was es hier gibt. Irgendwas Neues. Hallo, mein Freund. Wir haben klein. Werft einen Blick darauf. Sonstiges. Schaut eh. Ich bin enttäuscht. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich bin enttäuscht von euch. Wo ist... Ah, na endlich kommst du zur Arbeit. Es ist schon Mittag. Die Cousine des Kaisers wurde ermordet. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. So etwas könnte hier bei uns nicht passieren. Reinzuschauen, falls ihr... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Mhm. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Kennt ihr meinen Vater? Oh, ja, ja, ja. Er ist der Vogt oben in der Drachenfest. Betritt das dein... Okay, jetzt. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater... Die besten Waffen und Rüstungen. Ebenerzbaren... Aber ich habe ja ohnehin kein... kein Herz. Ich habe ja kein Herz. Also gut. Also gut was? Also gut was? Doch, ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz und ich habe eine Kriegsaxt. Da ist ein Dolch, der fetzt. Boah. Zwei Ebenerz, fünf Ebenerzbarren. Okay. Ich will so ein Schwert haben. Ich will so ein Schwert. Es wird kein Weg vorbei. Du. Ich habe hier ein... Werft einen Blick darauf. Ich bin zu gierig. Ich bin zu gierig. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Gib mir... Alle sagen, ich soll einen Dolch
Obwohl der Dolch jetzt für diese Aufträge, obwohl der andere reicht ja auch vollkommen bis jetzt. Gib mir dieses Schwert. Yay! Yay! Ich will einfach das Schwert haben. Okay? Seit wann habe ich vergessen? Nimm doch den Schwert, komm, der ist bei. Ich will nicht. Ich will das Schwert. Okay. Nee, Merzbahn, ich Idiot, okay. Süße. Ich sage nicht, dass... Klingen, Helme, eine so noch. Ziemlich alles, was ihr braucht. Ich kann mir ohnehin nur einen leisten, ne? Zwei könnte ich mir sogar leisten. Und dann bin ich pleite. Danke. Also gut. Ja. Ja. Will ich. Was gab's hier noch? Drachenschuppen. Genau, Drachenschuppen. Alles Drachenschuppen. Nochmal verbessern. Alright. Excellent. Excellent. Ach Quatsch. Mein Todeszeichen. Hab ich nicht. Das könnte interessant werden mit der... Warum sehe ich das nicht? Ach, das ist jetzt ganz oben. Okay. Schnippschnapp. Also, damit gibt es kein Entkommen, meine Freunde. Damit gibt es kein Entkommen. Wo ist mein Schwert? Okay. Dankeschön. Dann gehen wir mal wieder weiter, oder? Langsam kommen wir schon dorthin. Der nächsten Belohnung gibt es den nächsten Barren. Immer easy, immer easy. Den nächsten Barren gibt's auch. Nein, dann habe ich kein Herz mehr. Aha! Herzchen, ich brauche Herzchen. Alles klar, ich habe nichts getan. Ich weiß von gar nichts, was hier oben passiert ist. Ich bin nicht der mit der Drachenrüstung. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, YouTube. Macht's gut. Tschüss.